Willkommen zu einem neuen Fett-Spielen-Spieletest. Heute spielen wir Pixel von Divine Games. Als erstes wählen wir uns ein Level aus, 1 von 50, 9 Tutorials an der Wahl. Mal sehen, was das so gibt. So, unsere Spielfigur ist der kleine Pixel unten links. Wir müssen die gelben Blöcke vor diese Spike-Kanonen schieben und uns möglichst nicht von ihnen erwischen lassen. Die L's, die über den Bildschirm verteilt sind, sammeln wir ein und danach öffnet sich das Ziel und wir haben das Spiel geschafft. Es ist ziemlich schwer, dieses Spiel zu bewältigen, da überall Kanonen lauern und auch die Steuerung nicht ganz perfekt ist. Doch wie ihr schon seht, ist das alles nicht ganz so einfach. So, als nächstes werde ich wieder versuchen, das Level zu schaffen. Der Block, an die Wand geschoben und wieder hat es nicht geklappt. Das ist auch ein Problem mit der Steuerung. Sobald ich einen Block zu nah an die Wand schiebe, kann ich ihn nicht mehr wegbewegen und muss mit der R-Taste das Level neu starten. Was neben dem Schwierigkeitsgrad noch stark auf die Nerven geht, ist der Ton. Wie ihr schon hört, wiederholt sich die Musik alle 20 Sekunden. Immer dieses gleiche Gedudel. 20 Sekunden Gitarre, ein kratziger Ton und weiter geht es. Und das immer wieder von vorne. So, als nächstes werde ich mal versuchen, das Level zu schaffen. Schon wieder tot, das gibt's doch nicht. Wie ihr seht, ist dieses Level noch nicht sonderlich kompliziert. Aber ich kann euch eins versprechen, später wird es sehr hart. Ihr werdet großen Frust schieben und eure Tastatur und eure Maus verfluchen und die R-Taste ununterbrochen drücken. So, hier zeige ich euch nochmal eins der Tutorials. Hier werden auch nochmal die Pfeilblöcke erklärt. So, jetzt nochmal ein letzter Versuch, um das Level zu bewältigen. Das L einsammeln, den Block nach vorne schieben. Noch ein Stück. Oh, schon wieder Neustart, das gibt's doch nicht. Also, habt ihr mal wieder Lust auf eine ordentliche Runde Frust? Dann spielt Pixel von Divine Games. Euer Tim.